Okay. Kurz Replay-Review. Mal gucken, was hier abgeht. Level 1 Invade, Igeskilled. What the fuck is this guy doing? Hallo Ultra Low. Der Stunner flasht rein. Jetzt der Twitch denkt so, haha, ich muss jetzt First Blood kriegen. Da flash ich jetzt hinterher. Und flasht auch ein, stirbt jetzt einfach gegen Rell Singed. Like. What the fuck? Was ist das für ein Mordekaiser-Skin? What the fuck, Mann? Das sah ja komisch aus. Interessant, dass er Singed Relentless Hunt drin hat. Er spielt jetzt Predator mit Relentless Hunt. Ich würde Relentless Hunt auch als gut unterschreiben, weil er auf Base gehen wird. Und ja, genau, er wird auf Base gehen einfach, ja. Lol, das ist voll funny. Ich habe diesen Verso, diesen Nocturne, gerade eben bei EU West XYZ, diesen Darius OTP, also nicht der da jetzt gerade, sondern anderer Darius OTP, gesehen und der Typ hat reingetrollt auf jeden Fall. Habe ich gerade im Stream gesehen, voll witzig, dass ich den jetzt hier auch in Game gerade sehe. Okay, cool. Ein Relentless Hunter Stack schon mal ultra heftig. Ultra krank. Bis zwar die ersten 3 XP jetzt für den Play. Talon kann auch nicht den ersten Buff da nehmen. Aber ist okay, sind sowieso nur AFK rumstehen jetzt. Will keine Minions farmen. Er muss eine XP soaken. Wartet, dass Darius slow pusht. Er ultra slow pusht, dass da eine riesengroße Wave gleich unterm Tower ist. Dafür, wenn er recallen würde, würde er jetzt die zweite Wave missen. Die vierte Wave. Okay, er slow pusht die vierte Wave auch noch. Vielleicht geht er jetzt für einen Recall. Weil hier so eine riesen Wave drin ist. Problem ist aber, dass wir immer noch ein Singed sind und entsprechend hart reinpushen können. Genau, jetzt kommt der Hard Push. Ein bisschen spät, es war klar, dass Darius gerecallt ist. Insane, Darius ist nicht gerecallt tatsächlich. Haben wir den gesehen gerade? Warum ist die Rell eigentlich Top Lane? Okay, es pingt jemand back, back, back. Also safe der Nocturne dort. Talon nimmt auch den Red Buff gerade. Oh, nee, doch nicht. Er nimmt nicht den Red Buff. Er möchte zum Red Buff, aber der hat den Red Buff gestartet. Never mind, doch, er nimmt jetzt den Red Buff, oder? Oder hat den Ward geklärt? Ich glaube, er hat den Ward geklärt nur. Okay, interessanter Player wollte Botlane ins Roam. Er geht sogar tatsächlich Botlane Roam. Solche Plays habe ich auch manchmal gemacht, aber das Problem ist, wenn die nicht worken, ist komplett Katastrophe, ne? Also wirklich komplett Katastrophe. Darius ist ganz am Freezen. Singed kriegt nichts. Ah, hier hätte er achtmal den Twitch anflashen können, ne? No? Twitch hat doch kein Flash mehr. Da. W, Flash E. Ganz easy. Hier hätte er jetzt die W droppen können. Doch, ghosten müsste, maybe. Hier hätte er die W droppen können. Jetzt gerade. Und dann hätte er ja gerade so den Twitch anflashen können, ne? Aber er hat Max Range sein W geused. Ja, mit Ghost hätte er ihn auf jeden Fall bekommen. That's for sure. Vor allem, weil der Swift die Celerity drin hat. Relentless Hunter hat er auch noch, glaube ich, schon noch geprockt gehabt. Schlechter Flip. What the fuck, Digga? What was denn? Mein Gott. Digga, WTF, Mann. Gibt doch dann besser gar nicht. Da ist jetzt 2 Level über ihm. Super Roam Singed, hast du wirklich klasse gemacht, Digga. Botlane for no reason gegangen. Mit den schlechten Flip gemacht und den Twitch gar nicht geflippt. Ja, perfekt einfach. Jetzt kann er nichts mehr machen. Zu wenig Mana, er muss jetzt recallen eigentlich. Und Darius kann wieder freezen. Ey, Digga, das ist eine Katastrophe.
Das ist eine Katastrophe. Vor allem würde er Phase Rush spielen, könnte er auch Delaney Pace nochmal spielen. Ne? Er muss nicht die ganze Zeit da irgendeine Roaming-Kacke spielen und so weiter. Aber es ist heftig, er geht mit 3-0-10 aus der Gegend raus. Ah, dann stimmt noch mal ganz kurz am Tag, ist noch besser. Aber juckt uns ja nicht, weil wir spielen ja die Lane nicht. Digga, hat jeder ein 100 Level 5 Recall? Like, what the fuck, man? Da geht AP sogar noch, okay. Top Lane Wave am Rein pushen, er lässt den Talon dann die Wave da nehmen. Wenn der Talon endlich mal die Wave nehmen würde. Aber die ganzen Roams, so wie er die jetzt gerade macht, die sind halt wirklich bad, ne? Also die kriegen halt wirklich gar nichts. Die kriegen auch gar keinen Pressure oder so, weil Talon ja einfach nur farmen möchte, ne? Was die Karma da jetzt wiederum macht, ist auch fragwürdig, ey. Heftig, dass sie das verloren haben. Sind ja halt alle da gewesen, ne? Ihre Flashes bekommen und so weiter. Okay. Doch Echo hier einfach am Trollen, ne? Was der Mordekaiser hat, dann lockt schon Ultis. Auch Troll. Also, Edweck. Was hier jetzt gerade passiert ist, die geben Singed die Opportunity halt einfach zu gewinnen, ne? Währenddessen steht der Darius da oben einfach, kriegt ultra viel Gold, er ist ultra Economy jetzt, ultra heftig mit dabei. Und seine Teammates refusen jetzt einfach das zu akzeptieren. Die rennen auf einmal rein, drücken Ultra rein und so weiter. Im Endeffekt haben die jetzt One for One jedes Mal getradet. Aber, also Cabo für Talon. Und jetzt Echo für Mordekaiser, aber trotzdem. Das ist halt einfach, ja, dumm von den Enemies, kann man sagen. Singed kriegt jetzt noch mehr Relentless Hunter Stacks. Sieht man jetzt, er hat 3 von 5. Ultra Speedo. Okay, er hat Triple HP jetzt drin. Ne? Das ist auch interessant. Aber Bühne, er geht jedes Mal HP, so ist es nicht, ne? Jedes Item hat immer HP. Mit 75 AP ist auch ganz schön gut bestückt. Ping jetzt Singed wieder, bla bla, das heißt, da war Vision. Ich kletter ihm den Ward. Tristana geht jetzt top. Achso, Tristana, weil der Twitch und die Kamera auch am Roam waren. Weil die getrollt haben und auch mit dem Singed sozusagen One for One getradet haben. Wie gesagt, das war dumm von den Enemies. Hat Singed jetzt seine Stacks weiter aufbauen können. Und Tristana, fucking Tristana war solo Botlane. Tristana war solo Botlane mit 40 CS ahead. Und konnte easy jetzt den Tower Botlane nehmen. Das heißt, dass der Singed am Trollen war. Das war vollkommen okay. Weil die Enemies getrollt haben. Jetzt schon wieder. Er macht nichts gerade. Er amüsiert diesen Lock schon da ein bisschen. Und das war's. Was ist das denn für Musik hier gewesen? What the fuck? Okay, weiter HP ausgebaut. Jetzt muss er so lange farmen, bis er. Wie viel? 900 irgendetwas? 915? Für Rylas hat, I guess. Er hat bis jetzt auch nicht einmal richtig Predator geused, ne? Jedes Mal einfach, ja, irgendwie halt. Schon wieder ist er top. Versucht jedes Mal irgendwie. Ja, es ist so wie ein Twitch-Playstyle jetzt gerade, so ein AP-Twitch-Support-Playstyle, so spielt er das jetzt gerade aus, ne? Ultra spät geultet und ultra spät geflasht. Wichtiger Flash gewesen, aber Ult war jetzt nicht so relevant, glaube ich. Ist wieder das Ding, ne? Er hat ja nicht einmal Predator richtig geused. Er hätte mit Face Rush das easier jetzt überleben können. Er hätte ja bei Darius gesehen, okay. WE. Ganz einfach. Einfach WE. Einfach WE. Hätte er nicht ulten, hätte er nicht flashen müssen. Vielleicht ulten, aber nicht flashen. Wie viel Gold ist er behind? So, mal ganz kurz gucken. Was wird das?
Warum zeigt er das jetzt nicht an? Ja, vielleicht zeigt er das gleich mal an. Ich dachte normalerweise immer vom Recall oder beim Recall zeigt er das ganz kurz an. Da. 4300, 6300. Es 2000 Gold behind, ey. BF Sword und zwei Longswords. Alter. Digga. Er nutzt nicht mal die Hexgates. What the fuck, Mann? Könnte sein, dass das Mordekaiser sollte. So, Mordekaiser hat einfach Sunfire gebaut. Er farmt auch nicht, der Cinch, ne? Der läuft wirklich nur rum. Darius mit fast 10 CS per Minute. Tristana leider auch 10 CS per Minute. Imagine, der hätte eine andere Botlane gehabt. Imagine, er hätte irgendwie jetzt. Ja, einfach eine normale Botlane, die normal am Farmen wäre oder so. Gehabt. Dann wäre das Game einfach lost gewesen. Wenn jetzt den Nox schon einfach geht, oder was? Nee, er geht gar nichts, ja? Geh doch den Darius da rein, what? Ja, es sei denn, das war jetzt Full Stack Darius, dann vielleicht doch nicht rein flippen. Ja, okay, der Flip war jetzt echt mächtig. Den hättest du später machen sollen. Okay, Dämonik gekauft. Er hat echt HP verkauft einmal, ne? Er hätte einmal HP, also er hätte ja Triple HP jetzt gehabt. Jetzt hat er nur zweimal HP. Also echt ein Missfall von ihm. Ah, die Musik, das ist Mordekaiser Old. Tatsächlich. Ja, Digga, was soll ich jetzt sagen? Er läuft literally nur rum, er macht nichts anderes. Er stirbt ja nicht mal, weil er so dumm irgendwie rumläuft. Er hätte ein, zwei Möglichkeiten, wo er sterben tut. Aber da hat er Flash und Ghost und Ult und ja, alles ab halt. Da hätte er auch einen Control halt oben placen können, ne? Jederzeit. Irgendwo guck, jetzt hat er einen Control im Inventar. Geld rein investiert. Hätte er einfach hier rechts jetzt planten können, warum nicht? Und jetzt muss er den verkaufen für Blasting Grant. Auch typischer Fehler. Deswegen bin ich in letzter Zeit nicht so der Fan von zwei Controller zu immer zu kaufen. Warum chase der Nocturne down? Ja, das ist mir vorhin halt auch aufgefallen bei diesem einen Game, dass dieser Nocturne halt wirklich delusional ist, ne? Der Darius, EOS XYZ hatte einfach nur die Wolves gequeued und wollte Botlane gehen, aber hat die einfach gequeued gehabt. Und dann fängt der Nocturne an, einfach hier über diese Wall rüber zu flashen. Hier unten rechts. Einfach über die Wall zu flashen, um die Wolves dann zu nehmen. Das Game war zwar over und halt auch dieser Nocturne getrollt hat, dieser Werso. Aber ja, merkt man halt einfach, dass manche Leute einfach delusional sind. Auch wie bei diesem Chase jetzt gerade. Also, what the fuck, was will der? Was will der Nocturne da jetzt chasen? Der ist geflippt. Guter Flip wollte jetzt Tristana peelen. Okay. Schade, er hat gegen Nocturne das nicht gepeelt. Nicht schlimm. Jetzt fängt der Nocturne an, die ganze Zeit den Down zu chasen. Like, what the fuck, Mann? Wartet auf die Echo W. Ultra gut gespielt. Aber er hätte auch maybe einfach durchrennen können. Ne? Muss man auch zugeben. Hier jetzt einfach durchrennen. Einmal komplett durch. Jetzt erst bockt die Echo W. Der wäre ja schon lange nicht unten gewesen. Schon lang. Mit Ult und Ghost. Ult hat er nicht, aber Ghost. Aber weil er keine Ult hat, will er das nicht fighten. Er pingt das gerade bestimmt. Oder jemand hat ihn alive gepinkt sozusagen, weil er nichts gemacht hat. Na egal. Können Nash rushen, der Monik macht Ultra Damage.
noch schon ultra spät geultet. Jetzt gehen die dann auch mal rein, die Enemies. For some reason sterben alle. Okay. Mordekaiser stirbt 1-1 gegen den Darius. Okay. Ja, Enemies trollen halt, ne? Was will ich dazu sagen? Doc schon ultet random die rein, stirbt. Echo danach reingehen, stirbt. Twitch und Karma können zugucken, wie er Singed die überrennt. Wir haben auch gar kein Peel gegen Singed, ne? Muss man auch zugeben. Wer soll denn peelen? Soll Darius hier einmal weggucken oder was? Darius am Speed pushen. Doc schon kann nur reinopen. Echo kann eine passive W vielleicht placen, aber da kann Singed outrennen. Kann er so einen Move machen, wo er auf jeden Fall nicht in die W reingeht, ne? Mordekaiser stirbt schon wieder. Ist 2-9 einfach. Dieser Bot. Ja, hier wollte er nicht in Twitch eben reingehen. Ja, Twitch am schwer am Trollen, ne? Also literally. Weil dieser Singed macht gerade richtig Damage. 300 AP, das muss man sich mal vorstellen. 300. Der drückt richtig Damage. Ja, keine Ahnung, Digga. Twitch hat getrollt, Karma hat getrollt, Echo hat getrollt, Mordekaiser hat eigentlich auch getrollt. Nocturne ist fucking useless. Weiß ich nicht. Die haben nichts gemacht eigentlich. Dafür, dass der Singed da die ganze Zeit weg war. Der Nocturne hätte auch die ganze Zeit Herald machen können, einfach mit Toplane rennen können, Platings nehmen und so weiter, wenn er gefrühglied hat und so. Das hätte er ja alles machen können, theoretisch gesehen, aber hat er einfach nicht gemacht. Verstehe ich nicht.